Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich hoffe, Ihnen allen hat das Mittag geschmeckt. Jeder ist drangekommen und wir können mit voller Energie in den Nachmittag starten. Wir haben ein spannendes Programm, das heißt, dieses Mittagstief werden wir alle gemeinsam gekonnt überspielen. Und ich begrüße Sie recht herzlich für die Breakout-Session zu Kulturprozesse und Methoden. Wir beide, das sind zu meiner Rechten Nina Rotte von Lumico. Nina hat die Ehre, sich tatsächlich nach langer Zeit der Streiterei sich tatsächlich ausschließlich mit IPA-Projekten auseinanderzusetzen. Wo wir vorhin so viel gehört haben, dass viele in den Projekten hin und her springen. Du darfst quasi nur IPA machen und das in der Funktion als IPA-Coach. Hallo Nina. Danke, Paul. Ich darf Paul vorstellen. Paul Urscholz hat auch die Ehre, IPA-Projekte zu begleiten, hat viel Know-how im komplexen Ausbau, ist schon lange bei Lindner und heute hier als Vertreter der Fachgruppenleitung der Fachgruppe 5, integrierter Planungsprozess. Wir machen das nämlich hier als Fachgruppenleiter in dieser Rolle mal auftretend. Ich stehe für die Fachgruppe 1, Kultur und Organisation. Und so wollen wir gerne reinstarten in diese erste Nachmittagssession, die, wenn man jetzt schon bei der Haftung war, so ähnlich ablaufen wird wie eben. Also wir fangen an mit zwei Projektvorträgen. Dazu würden wir dann gerne jeweils noch so zwei, drei Fragen haben. Und danach gehen wir in einen Open Space, also eine Diskussionsrunde, für die wir relativ viel Zeit eingeplant haben, damit eben der Austausch, den wir hier so gerne haben möchten, möglichst lebendig wird. Also immer mit Fragen nach vor und die Einleitung übernimmt Paul aber nochmal mit dem, was denn eigentlich der Inhalt der Session ist. Das hätte Ihnen jetzt gerade schon geholfen, wenn Sie die Folie schon gesehen hätten. Sherwin Hakshino hat heute so in dem vierten Satz oder sowas zur Konferenz schon gesagt, dass wir das Haus heute nicht zeigen. Muss ich sagen, doch, wir zeigen es. ich hoffe, dass es für nur ganz wenige da so was ganz Neues ist und für die, die es was Neues ist, auf jeden Fall relativ schnell einen Sinn ergibt. Dieses Haus ist einfach die Grundaussage von IPA, deswegen möchte ich auch nicht tiefer darauf eingehen. Ich möchte aber kurz einordnen, wo wir uns heute bewegen. Also wir haben das gerade schon bei der Zuordnung zu den Räumlichkeiten, da waren viele, ist das hier die Runde mit der Vergütung? Und da konnten wir relativ einfach sagen, nein, genau die nicht, sondern wir machen quasi alles andere. Also wir kümmern uns konkret um die Umsetzung. Also wir kümmern uns um die Methoden, die Prozesse und die Kultur. Also wir machen das, was wir wirklich an diesen IPA-Projekten tun, außerhalb des Geldes. Das so als Einordnung, worüber wir die nächsten anderthalb Stunden gemeinsam sprechen wollen und Sie alle eingeladen sind. Und wir starten mit unserem ersten Projekt, der Siemensstadt. Genau, deswegen dürfen wir Egon Clesius und Thilo Wahrlich nach vorne bitten, die das Projekt präsentieren werden. Egon Clesius ist Architekt fürs PMT, für den AG in diesem Projekt tätig, seit 2005 bei Siemens Real Estate in München und für die Projektentwicklung und im In- und Aus Projektentwicklung und das Management im In- und Ausland zuständig. Und interessiert sich insbesondere für nachhaltige, moderne Arbeitsweisen, da sind wir hier ja genau richtig, die Digitalisierung im Bauwesen und die partnerschaftlichen Abwicklungsmodelle. Und Thilo Wahrlich ist fürs SMT, für Hochtief, im Projekt tätig, ist Bauingenieur seit 12 Jahren bei der Hochtief Infrastructure GmbH in verschiedenen Positionen tätig gewesen und aktuell Niederlassungsleiter bei Hochtief. Soweit ungefähr? Naja, so weit kommt das, wenn, ne? Ich sage jetzt mal nur wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Jedenfalls werdet ihr uns das Projekt Siemensstadt Square vorstellen. Das Entree des zukunftsweisenden neuen Quartiers in Berlin-Siemensstadt. Ich will ansonsten gar nicht weiter was dazu sagen, denn das kommt ja gleich. Ich möchte nur kurz noch sagen, es gibt, glaube ich, 5 Partner plus Bauherren, 2 Planer und 3 Ausführende, aber auch das kommt vielleicht noch genauer. Und ihr habt die Zielkosten schon gefunden und seid jetzt über den Schritt hinaus. Das ist ja immer ein sehr entscheidender Punkt in so einem Projekt. Kann man da was anschalten, oder? Ich denke nicht. Die Technik nickt. Hallo? Ja. Also, schönen guten Tag, Egon Clesius, mein Name, Siemens Real Estate, eigentlich aus München. Hier jetzt für das Projekt Siemensstadt Berlin PMT-Mitglied in dem Projekt. Die Zielkosten haben wir natürlich im Griff, kann ja nicht anders sein. Ich habe die Ehre, Ihnen nach der Mittagspause das Siemensstadt Square-Projekt vorzustellen, Modul C1 konkret gesagt. Sie sehen in Berlin sicherlich allseits bekannt, aber höchstwahrscheinlich auch über die Berliner Welt hinaus.
aufgrund der Größenordnung auch und der politischen Prominenz, das ist der im Prinzip der Umgriff dieses gesamten städtebaulichen Entwicklungsprojektes. Wir sprechen heute hier von diesem Modul C1, also hoppala, das hat jetzt automatisch das weiter. Gut, dass du das machst. Wir sprechen jetzt von diesem rot umgrenzten Gebiet, das ist das sogenannte Modul C1. Das sind die ersten Realisierungsvorhaben aus der Siemensstadt-Square-Entwicklung. Also irgendwas ist da jetzt durcheinander geraten. Fangen wir mit der Seite an. Also ich werde Ihnen erstmal eine kleine Einführung geben, Siemensstadt-Square, was findet da statt? In welchem Rahmen bewegen wir uns dann? Dann konkret das Modul C1, wie gesagt, das IPA-Projekt. Dann Prozesse zum Thema IPA und unsere ersten Erfahrungen. Sie sehen auf der rechten Seite unser Leitbild, das haben wir im April 2022 gemeinsam unterschrieben zwischen allen IPA-Partnern. Es sind 5 Partner, also 2 Planungsfirmen, 3 Baufirmen und dann Bauherr Siemens. Und das ist schon der erste Einstieg in das Thema Kultur. Da haben wir alle Unterschriften hier, alle PMTs, alle SMTs unterschrieben, uns bekannt zu Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit, all diese Themen der Projektkultur, die ja schon mehrfach jetzt thematisiert worden sind. Das hängt bei uns im Original an der Co-Location, also da werden wir immer wieder dran erinnert, oder würden wir dran erinnert, wenn es Probleme gäbe, was eigentlich unser gemeinsames Commitment ist. Ich kann vorausschicken, Atmosphäre ist immer noch nach doch jetzt 1,5 Jahren der Zusammenarbeit immer noch sehr positiv, also wir haben befolgen das tatsächlich. Das ist dann der nächste Meilenstein, also das war Beginn der Validierungsphase. Dann der nächste Meilenstein ist ja dann auch durch die Fachbranche gegangen, der Meilenstein der Unterzeichnung des MPVs. Das war jetzt im März diesen Jahres, Ende März diesen Jahres. Die Personen sitzen größtenteils auch hier im Plenum. Ganz kurz eine Einleitung, was ist Siemensstadt-Square? Wir entwickeln insgesamt 1 Million Quadratmeter auf dem eben im Luftbild gezeigten Umriss. Das ist das gesamte Areal. Es geht auch um Konsolidierung und Sicherung von Produktionsarbeitsplätzen in Berlin. Das ist das Entree auf der Ostseite zur Siemensstadt mit der S-Bahn, die reaktiviert wird. Wir sprechen von einem großen Nutzungsmisch, also alles, was eine moderne Stadtquartier ausmacht, wird da entwickelt. Das ist, wie gesagt, der Umgriff unseres C1-Moduls. Zu erwähnen ist noch, dass wir aufbauen auf einem städtebaulichen Masterplan als Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbes, den wir gemeinsam mit der Stadt ausgelobt haben. Das ist die Maßgabe dann eben für alles, was sich da weiterentwickelt. Ich gebe jetzt mal vielleicht auch gerade passend nach der Mittagspause so einen kleinen Film rein, dauert nur 1 Minute. Der so ein bisschen auch zeigt, was für einen Anspruch wir auch in Richtung Technologie und Digitalisierung vorhaben bei der Siemensstadt. Digitalisierung ist auf der einen Seite natürlich ein Siemens-Fokus, der Siemens-Konzernstrategie, auch mit unseren Partnern Siemens Digital Industries, Siemens Smart Infrastructure, aber natürlich auch für Siemens Real Estate relevant, weil wir mit dieser Siemensstadt Square ein hybrides Stadtquartier entwickeln. Und das war auch eine Motivation, warum Siemens sich für IPA entschieden hat. Weil wir denken, dass das IPA-Modell eigentlich die vertragliche Abbildung des ganzheitlichen, digitalisierten Zusammenarbeitens darstellt. Dann gehen wir mal da rein. Welcome to Siemensstadt Square, a 1 million square meter future city district featuring a complete digital city twin. In partnership with the City of Berlin and District of Spandau, Siemens is developing Siemensstadt, one of the oldest and most famous industrial sites in the region, into a state-of-the-art open urban district. With each of Siemensstadt Square zones having different themes and designs, some areas will be demolished and rebuilt, while many will be retained and restored. All can be accessed through its digital twin. From existing site data, through planned developments, to ongoing projects, the digital twin will help teams to connect and collaborate on data regardless of source, format, or complexity.
With game-like navigation, intuitive tools enable team members to locate buildings by name or number and access key information on usage, materials, or year of construction. Overlay 2D information like parking areas, street names, and building boundaries, or review existing utility information across the site or within buildings, one at a time or in any combination. Review asset performance data from IoT-connected sensors and devices, plus surveys and inspection data on the condition of existing utilities. As Siemensstadt Square projects progress, the digital twin provides transparency for all, helping to optimize every aspect of design, construction, operations, and management. Urban planners have access to street layouts and landscaping information, helping to improve decision-making and enable clearer communication with different stakeholders. Architects can explore open spaces, parks and plazas, review designs, overlaying master plans and zoning maps to better understand proposals. Project managers can visualize construction sequences or access dashboards to understand building use, where live links provide up-to-date information on key performance indicators. As the urban transformation of Siemensstadt continues in the real world, additional layers of data will be captured and reflected in the digital world, increasing the benefits of Siemensstadt's digital twin further still. Our Siemensstadt twin will give us the opportunity to simulate and significantly optimize the planning and operations of our district. The digital twin technology will serve one purpose: to be a unique blueprint for a sustainable and inclusive urban district where life, work, research and industry happen side by side. Come, co-create the digital mindshift with us. Siemensstadt Square. Also wie gesagt, ich zeige den Film nicht nur, weil er technologisch, denke ich, interessant ist, sondern weil es wirklich eine Motivation war, in das IPA-Modell einzusteigen. Wir haben erlebt, denke wie viele hier im Raum, dass man klassisch, der Architekt macht einen Planer, macht ein Modell, dann kommt der TGA dazu, funktioniert es oder nicht zusammen, und dann kommt irgendwann mal die Baufirma, macht ein eigenes Angebotsmodell. Und irgendwann hat man immer wieder Datenverlust und Verlust auf der, immer wieder von Vertragspartner zu Vertragspartner. Und unser Anspruch ist der, mit IPA da besser zu werden, also diese Durchgängigkeit von Architektur oder von Gebäudeplanung bis zum Betrieb in diesen digitalen Zwilling das zu gewährleisten. So, jetzt konkret unser Projekt. Oben das Hochhaus, 17 Geschosse, ca. 30.000 Quadratmeter. Immer mit einem hohen Nachhaltigkeitsanspruch, wie grundsätzlich für uns bei allen Bauprojekten. Atomgebäude ist ein 5-Geschosser von Siemens genutzt. Das Hochhaus ist maßgeblich extern genutzt. Da haben wir ein besonderes Thema hier mit dieser Fassadenbegrünung als bauleitplanerische Auflage. Und dann gibt es noch ein kleines Häuschen dazu, den sogenannten Infopavillon, bei dem wir die Öffentlichkeit beteiligen, die Bürgerschaft beteiligen an der Entwicklung. Hervorzuheben ist noch, das Ganze ist im Prinzip entwickelt worden aus einem hochbaulichen Wettbewerb, den ein Berliner Architekturbüro gewonnen hat. Das haben wir auch schon hier heute Morgen gehört. Vorgabe, wann startet man mit IPA? Also hier hatten wir als Basis einen städtebaulichen Wettbewerb und einen hochbaulichen Wettbewerb mit einer Vertiefungsphase auch. Also schon, ich würde mal sagen, schon gute Leistung, also knappe Leistungsphase 2. Und auf der Basis sind wir dann in das IPA-Modell eingestiegen. Ja, warum macht Siemens eigentlich IPA? Wir haben uns 2021 für das Modell entschieden. Also da war auch dieser hochbauliche Wettbewerb schon passé. Also die Entscheidung kam danach. Wir haben natürlich, das denke ich, kann man relativ schnell durchgehen, weil alle es kennen, gerade 2021 nicht gewusst, finden wir überhaupt jemanden, der uns in dieser Größenordnung das Projekt überhaupt realisiert. Wie gehen wir mit der Situation um, dass keiner weiß, was eigentlich man, was kommt hinten raus, wenn man was beauftragt. Es gibt keine Festpreise mehr, es gibt nur noch Gleitklauseln. Es gibt natürlich vor allem das Thema, dass heftig gestritten wird zwischen Planern und Ausführung, und der Bauherr zahlt am Ende des Tages die Zeche.
Genau diese Streiterei wollten wir genauso wie die Partner nicht mehr mitmachen. Insofern klar, mit braucht man nicht weiter zu erwähnen, dass wir mit dem IPA-Modell die Ressourcen binden können für die Realisierung. Findet sogar 24, 25, 26 statt. Das Thema Baupreissteigerung, natürlich kann IPA nicht die explodierenden Baukosten lösen, aber ich denke, wir haben mit dem Modell die Möglichkeit, mit der großen Kostentransparenz frühzeitig einfach auch Risiken zu managen. Es gibt keine inkludierten Gewinn- oder Risikozuschläge, die dem Bauherrn unbekannt sind, wodurch die Kosten dann möglicherweise steigen. Es gibt ein hoffentlich geringeres Claim-Potenzial und es gibt natürlich durch die enge Verzahnung zwischen Planung und Ausführung definitiv geringere Planungskosten. Also das haben wir wirklich beobachtet. Gegenüber der klassischen HOI-Abgrenzung ist da ein erheblicher Hebel drin. Und natürlich ganz entscheidend, wie der Dr. Breyer, unser allseits bekannter Rechtsbeistand, IPA-Berater, auch gesagt hat, immer, es gibt eigentlich nicht mehr die Durchsetzung von Partikularinteressen, sondern eben ein gemeinsames Interesse am gemeinsamen Erfolg. Das waren unsere Motivationen. Ja, jetzt übergebe ich das Wort an Thilo. Gibt es mir da nicht? Ja, schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite, Firma Hochtief, ist erwähnt worden. Nicht ganz korrekt alles, aber das lasse ich aus jetzt, alles gut. Ich bin einer der Vertreter hier aus unserem IPA-Team, jeder andere der Kollegen und Partner hätte hier auch stehen können, es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt doch das erste Mal in einem längeren Urlaub und gestern zurückgekommen und habe diese Einladung hierher als WhatsApp-Nachricht von meinem heißgeliebten Projektleiter bekommen, der gesagt hat, du musst hier was sagen. Und dann habe ich gefragt, was muss ich denn sagen, sei maximal begeistert. Okay, das kriege ich hin. Aber wie gesagt, wir sind hier ein Vertreter von sechs und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Du kommst, glaube ich, noch dazu, wer dabei ist, ne? Ja, okay. Hochtief, nur kurz jetzt den Werbeblock eingestreut, wir stehen in Berlin für solche Projekte wie Areal am Tacheles, wie Mercedesplatz, die Senatsverwaltung, Württembergische Straße, große Sanierung, das Haus der Statistik, aus Funk und Fernsehen bekannt und jetzt auch den Hochhaustower am Alexanderplatz, will damit sagen, maximal komplizierte Projekte. Und das ist eigentlich das, worauf ich jetzt auch gleich nochmal hinaus will. Warum ist das Projekt für uns interessant? Maximal komplizierte Projekte. Ich muss aber dazu sagen, in einer Art von Partnerschaftsmodellen arbeiten wir jetzt schon seit Jahren. Also die Zeit für uns zumindest ist vorbei, dass wir eine Ausschreibung bekommen, 6 Wochen Frist für ein Angebot, dann geben wir einen Preis ab, dann kriegen wir einen Auftrag, das ist vorbei. Also die Projekte, die ich Ihnen eben genannt habe, bedeuteten für uns eine Vorbefassung von locker einem Jahr bis anderthalb Jahren, also bis zum Auftrag in einer für uns sogenannten Pre-Construction-Phase sind wir in den Projekten vorbefasst. Und das letztendlich ist ja eine Vorstufe des IPA-Modells, wenn man so will. Das IPA-Modell konsequent zu Ende gedacht, aber Pre-Construction ist die Vorstufe. Wir haben zig unterschiedliche Verträge, zig unterschiedliche Vertragsmodelle von Cost und Fee über GMP mit unterschiedlichen Transparenzzonen. IPA-Modell ist die konsequente Beendigung dieses Verfahrens. Und insofern waren wir natürlich sehr interessiert an diesem Projekt. Das ist für uns das erste. Wir haben uns beworben, weil es ein technisch herausragendes Projekt ist. Man hat es gesehen eben. Wir haben relativ zeitnah erkannt, dass es den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit hat. Hochtief hat sich vehement der Nachhaltigkeit verschrieben. Und wir haben natürlich auch mit Siemens langjährige wechselseitige Kundenbeziehungen. Heißt eher in die andere Richtung. Siemens ist für uns oftmals in den Kostengruppen 440, 480, also im Elektrobereich tätig. Und da hatten wir Lust, das auch mal umzudrehen und mal zu gucken, wie es ist, für Siemens zu arbeiten.
Das war so die Motivation, partnerschaftliches Vertragsmodell, ich habe es erwähnt, kennen wir in anderen Ebenen. IPA in der Konsequenz war für uns auch neu. Zielsetzung, warum sind wir an das Projekt rangegangen? Natürlich muss man ganz klar sagen, begrenzter Wettbewerb. Wir haben uns davon versprochen, eine frühzeitige Ressourcenplanung. Das trifft jetzt nicht ganz zu, weil immer hinsichtlich der Genehmigungsverfahren haben wir schon so ein paar Unwägbarkeiten noch zu überwinden. Wir sind maximal überzeugt davon, dass wir einen guten Einfluss auf die Steuerung und die Beeinflussbarkeit der Kosten in der Planungsphase haben. Wir versprechen uns von dem IPA-Verfahren stabile Prozesse und ich glaube, das ist das Wichtigste, eine Win-Win-Situation. Um das geht es eigentlich in dem ganzen IPA-Verfahren. Ich mache das gerne mal in einem Bild fest. Früher hat man so gearbeitet, Projektbudget kommt auf den Tisch und alle Beteiligten versuchen das Maximum aus dem Portemonnaie rauszuholen. Da gibt es natürlich dann entsprechende Streitereien. Das wollen wir nicht. Und insofern haben wir hier ein Modell gefunden, wo das Projektbudget von allen gemeinsam verwaltet wird. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, weil wir müssen uns transparent öffnen. Wir müssen tatsächlich die Hosen runterlassen, wie wir kalkulieren, wie unsere Zuschläge sind, wie die Zuschläge ermittelt werden. Da kommt plötzlich auch ein Wirtschaftsprüfer ins Haus, der dann einem nochmal unter den Rock guckt und schaut, ob das alles richtig ist. Und das Grundsatzthema, dem kann, glaube ich, jeder zustimmen, ist, du verdienst nur Geld, wenn du auch gut arbeitest im Team. Kann, glaube ich, keiner was gegen sagen. Aber das ist das Grundprinzip und deswegen hat uns das Modell überzeugt. So, wo waren wir noch? Das war's. Okay, dann bist du wieder dran. Gut, Prozesse und Strukturen. Ich denke, das Drei-Phasen-Modell IPA ist allen soweit bekannt, aber kurz nochmal aufgelegt, nochmal der Fokus auf die Projektvorbereitung wurde auch heute Morgen schon erwähnt, die wirklich sehr wichtig ist, die bei uns doch auch einen gehörigen Zeitraum in Anspruch genommen hat, wo wir erstmal wissen, klar, es fängt immer an, dass der Bauherr wissen muss, was er will und was es kosten darf, also die Projektziele, die Vorgabe des Budgets. In der Phase lief auch diese Vertiefung des Wettbewerbsentwurfs. Dann haben wir uns, weil wir natürlich auch bei Siemens keine Erfahrung haben, in dem IPA-Modell auch kompetente externe Partner gesucht. Den IPA-Coach vertreten natürlich durch UConn und dann Rechtsberatung Dr. Breyer. Und in der Phase startet dann auch die Partnerauswahl, da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Phase der Validierung beginnt dann eben bei uns auf der Basis eines LOI. Der Dr. Breyer sagt immer schon ein kleiner MPV, in dem die wesentlichen, in dem Termsheet auch die wesentlichen vertraglichen Themen auch schon geregelt sind. Es darf natürlich nicht passieren, dass man hier dann irgendwo nach der Validierungsphase dann vor wesentlichen juristischen Showstoppern steht. Die Validierungsphase war eigentlich geplant so mit 6 Monaten. Das hat sich da ein bisschen länger hingezogen, weil auch dann bis zur Unterzeichnung des MPVs dann doch die Siemens-internen Freigaben und Genehmigungsprozedere stattfinden mussten. Ist natürlich auch für ein Siemens-Management oder Siemens Real Estate Management schon auch eine Hürde gewesen, sowas in der Größenordnung dann auch freizugeben, zu genehmigen, zu unterschreiben. Wir befinden uns im Moment in der Mitte, sage ich jetzt mal, circa der Planungsphase. Da läuft natürlich das ganze Thema Lean Management, habe ich nachher nochmal eine Darstellung dazu. Geplant ist dann, die Phase 2 abzuschließen im März nächsten Jahres und dann sofort überzugehen in die Realisierungsphase. Wichtig nochmal natürlich gerade für einen Siemens, sagen wir, risikobewusstes Unternehmen, was kann denn passieren, wenn es schief geht und kann was passieren und was sind denn eigentlich die Exit-Szenarien? Immer für einen Siemens-Finanzvorstand ganz wichtig, Kosten- oder Chancen-Risikobewertung. Insofern hier aufgeführt, es gibt natürlich nach der Validierungsphase vertraglich die Möglichkeit für den Bauherrn auszusteigen, wenn die Basiszielkosten das Budget nicht treffen. Aber auch wenn sie treffen, könnte man theoretisch nochmal aussteigen mit entsprechenden Konsequenzen. Und dann gibt es natürlich den großen Break, die Möglichkeit dann eben nach der Planungsphase, wenn die finalen Zielkosten die Basiszielkosten überschreiten
und wir haben nochmal so ein Cap eingezogen, dann könnte man eben auch nochmal aussteigen. Sonst, wenn die Ziele erreicht sind, ist es ja im Prinzip ein durchlaufendes System. Mit der Freigabe der Planungsphase läuft es dann bei Zielerreichung dann automatisch in die Ausführungsphase. So, jetzt zur Vergabestruktur. Wie der Tilo gesagt hat, wir haben 5 Partner plus den Bauherrn auf der Planungsseite. Natürlich Architektur angehängt, die Tragwerksplanung haben wir damals gedacht, den TGA-Planung, dann gibt es hier den Sonderfall mit unseren hausinternen Siemens Smart Infrastructure, die alles, was mit Kabel zu tun hat, planen und ausführen auch. Die sind insofern als Teammitglied gesetzt, sind aber kein eigenes Vertrags-MPV-Mitglied, sondern hängen am Bauherrn dran, weil es eben auch dieselbe Einheit ist. Rohbau, erweiterter Rohbau im Prinzip jetzt eben vertreten durch Hochtief und dann hat sich ergeben, dass wir Fassade und Ausbau koppeln und in der Ausführung eben die mechanischen TGA-Gewerke. Wir haben das entschieden so nach Anteil an der gesamten Bausumme, also im Prinzip die Schlüsselgewerke in Form eigentlicher ja, so eine Art Paketstückelung. Hierbei zu erwähnen ist natürlich auch ganz wichtig, dass es keine fixen Leistungsgrenzen gibt zwischen den verschiedenen Gewerken, sondern wirklich im Sinne von Best for Project mag sich ergeben, wer macht jetzt den Stahlbau, macht es besser der Rohbau oder macht es besser die Fassadenbaufirma als Beispiel. Da gibt es dann, das ist aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil von IPA, je nach Kompetenz, je nach Marktlage kann man einfach flexibel hin und her schieben, auch immer wieder, nochmal neu überlegen, ist es das Richtige. Und das trägt sicherlich auch zum hoffentlich ökonomischen Erfolg dann auch bei. So. Auf der Planungsseite natürlich eben keine HOI-Verträge. Ich will nicht sagen, dass Siemens Real Estate keine HOI-Verträge macht, aber wir haben schon auch eine Sympathie dafür, eben nicht stur die klassischen Leistungsbilder abzuarbeiten, sondern sehen eigentlich auch da eine Win-Win-Situation für Planer und für Bauherr. Wenn genau das nur gemacht wird und auch das gezahlt wird, was auch wirklich anfällt, ist auch, denke ich, für Planer dann auch eine Risikovermeidung. Und man hat nicht die dauernden Diskussionen, ist es nur drin oder ist es nicht drin. Also für uns auf jeden Fall ein gutes Modell, auf der Planerseite auch. So, zur Planerauswahl, wie haben wir das gemacht? Zunächst mal eben die Stückelung, was wollen wir denn eigentlich für Pakete schnüren? Eine Anfrage am Markt, wer hat denn eigentlich Interesse daran? Das war für uns ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Unsicherheit. Springt der Markt eigentlich an, auf was wir da vorhaben? Weil es ist ja doch ein größeres Volumen und wer traut sich das eigentlich, mit Siemens dann auch das zu machen? Da hätten wir vorstellen können, da kommt vielleicht ein oder zwei oder vielleicht keiner, ja, wissen wir nicht. Hat sich aber dann herausgestellt, vielleicht auch wegen der Projektart, die ja doch, denke ich, recht attraktiv ist und der Größenordnung, dass wir da ein gutes Feedback hatten. Also die erste Eignungsprüfung war das im Prinzip, dann haben wir uns auf eine Shortlist von drei Bietern im Prinzip pro Paket festgelegt. Und dann diese drei Bieter in Assessments, jeweils immer in Fünfergruppen zusammengespannt und dann eben auch natürlich wie die bekannten Kriterien, Expertise, aber natürlich kulturelle Eignung, IPA-Tauglichkeit in Anführungszeichen, in diesen Assessment-Centern durchgespielt, bis ein sogenanntes A-Team daraus hervorging, also der Präferierte von jeweils den Paketen. Und die haben wir dann in ein zweites Assessment geschickt und die sollten dann quasi ihre eine Art von Rollenspiel darstellen, wie funktionieren wir eigentlich auch persönlich miteinander. Ist nicht nur, also es kann ja sein, dass ein eher introvertierter Typ mit einem Extrovertierten die super ergänzt. Ja, also nur Extrovertierte behindern sich vielleicht eher. Also dieses Zusammenspiel in diesem sag ich mal, A-Team war uns da auch sehr wichtig. So, hier stehen jetzt die Partner, Aukert und Hese hier aus Berlin für die Planung, ZBP für die TGA, Siemens SI, Hochtief, Lindner Group und Apliona für die Ausführungsseite der TGA. So, jetzt bin ich dann schon gleich am Ende. Co-Location, ganz wichtig. Wir haben, denke ich, sehr schöne Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt in den denkbar geschützten Bestandsgebäuden in der Siemensstadt, wo wir unsere Last-Planer-Meetings machen und unsere GPA-Analyse. Wir machen immer, vielleicht noch zu selten, aber dann doch mal ab und zu so einen kleinen Team-Event. Sicherlich auch ein wichtiges Feature für das Bilden eines Team-Spirits. Was ich wieder interessant finde, Lean-Management, wir reden alle Digitalisierung, Siemens ja ganz besonders, aber
Ich finde es interessant, dass gerade trotzdem so diese rein haptischen, das rein haptische Arbeiten mit diesen gelben Zettelchen offenbar bei so einem hochtechnologischen Projekt wie bei unserem irgendwo halt das effiziente Mittel der Zusammenarbeit ist. Finde ich irgendwo halt dann auch beglückend, ja, dass wir uns nicht nur hybrid irgendwie reden, sondern auch tatsächlich hier sehr basic zusammenarbeiten. So, jetzt sind wir schon am... Ja, jetzt kommt so ein bisschen das Feedback, der Erfahrungsbericht aus dem, was wir in den letzten anderthalb Jahren miteinander erlebt haben, aus Sicht der Baufirma. Wir haben mehr Pros als Kontras, das war klar, aber wir haben sehr lange diesen Vertrag verhandelt, das muss man sagen. Also für mich ungewöhnlich lange, es ist sicherlich auch eine ganze Menge Erklärungsphase von Wolfgang Breyer dabei gewesen, der uns erstmal die Grundsätze erklärt hat. Aber nachdem wir den Vertrag dann zu Ende besprochen haben und den letztendlich unterschrieben haben, ist es ein absolut ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil und zwar, ich denke, für alle. Ja, wir werden sicherlich jetzt hier keine großen Vergabegewinne machen, weil die Vergabegewinne kommen dem Projekt zugute. Es wird alles transparent geregelt. Allerdings ist das Risiko nach unten auch begrenzt. Insofern ist das für einen Konzern wie Hochtief, Sie müssen sich vorstellen, wir haben natürlich auch Projekte dieser Größenordnung im Vorstand vorzustellen und dann gibt es ein Risikomanagement und dann sagen die ja, wie ist denn das jetzt hier mit diesem Projekt, den kennen wir ja gar nicht, also wo sind denn da, was ist denn hier mit Vertragsstrafe und Haftung und wo kriegen wir die Bürgschaften? Also es war alles neu, die Formulare waren dafür nicht ausgelegt, das heißt, wir wussten nicht, wo wir welches Kreuzchen hinmachen sollten, das musste alles erklärt werden, aber letztendlich ist das gemeinsame, die gemeinsame Erkenntnis im Unternehmen, es ist ein ausgewogenes Chancen-Risikoprofil. Insofern sind alle auf die Seite gezogen worden, dass wir mit wenigen Fahnen in dieses Projekt reingegangen sind. Ich erwähnte es vorhin schon, wir verdienen nur mehr Geld als unsere Geschäftskosten, wenn wir gut arbeiten, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, muss man aber immer mal wieder betonen. Wir haben frühzeitige Einflussnahme in der Planungsphase und ich denke, das haben wir auch durch die verschiedenen Variantenuntersuchungen im Tragwerk und so weiter, haben wir das auch weitlich ausgenutzt. Und was ein absolut angenehmes Thema ist, ist das Arbeiten auf Augenhöhe mit allen Partnern. Contra gibt es natürlich auch. Ich glaube, wir waren nicht die Einzigen, die sich ein bisschen schwer getan haben, damit volle Transparenz zu zeigen, also volle Transparenz auch in unsere Geschäftsprozesse. Ich glaube, auch Siemens hatte damit ein bisschen Schwierigkeiten, zu zeigen, warum sie wie kalkulieren. Letztendlich haben wir uns alle dran gewöhnt und es ist halt jetzt, wie es ist. Und letztendlich ist es aber... glaube ich, auch eine ganz wichtige vertrauensbildende Maßnahme, weil dieses IPA-Modell und das Projekt geht ja davon aus, dass man nur gemeinsam gewinnt und nicht der eine irgendwie trickreicher ist als der andere. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das überhaupt funktioniert. Und für uns war es natürlich ein bisschen schwierig. Wir waren dann in diesen ganzen Assessment Center in Vorstellungsphasen. Wir hatten einen Ganztages-Workshop, wo es um Projektalternativen ging. Also da hat man uns auf Herz und Nieren geprüft, ob unsere technische Abteilung auch die Möglichkeit hat, mal die Balkenlage von quer zu längs zu ändern und das alles unter Corona-Bedingungen online. Das fand ich sehr... Also das war echt ambitioniert, was ihr da gemacht habt. Scheinbar ganz gut gemacht zu haben. Hinterher haben wir uns riesig gestritten, aber das haben wir ja dann nur intern, also die Hochtiefler. Aber natürlich ist das ganze Thema so ein bisschen so eine Blind-Date-Nummer. Wir wissen nicht, mit welchen Partnern wir dann unterwegs sind und möglicherweise haben wir mit den Partnern, die dann Siemens auswählt, in einem anderen Projekt große Schwierigkeiten, was ja vorkommen kann. Dem ist nicht der Fall, aber so an der Stelle, wo wir gesagt haben, haben wir da irgendwie ein bisschen Mitspracherecht, haben wir uns etwas schwer getan.
Jetzt haben wir die glückliche Fügung, dass wir mit allen diesen Partnern an anderen Projekten auch gut zusammenarbeiten. Insofern war es ein Länderspiel, aber das war der Punkt, den ich als Kontra irgendwie noch mit auf den Weg geben wollte. Da wäre es natürlich, wie in den anderen Projekten vorgestellt, eine Idee, so eine arge Konstellation dann eben gleich mit ins Spiel zu bringen. Ne? Beim nächsten Mal. Gut. Feedback oder Erfahrungsbericht von Bauherrenseite. Erfolgsfaktoren, ich habe das mal in zwei Phasen untergliedert. Was ist wichtig für das Bauherrenprogramm, für die Phase 0? Ein wirklich realistisches Budget mitzugeben und nicht ein Fantasiebudget, wo dann die Validierungsphase nach langer, langer Arbeit dann zum Ergebnis kommt, dass es nicht passt. Und das ist dann rausgeschmissenes Geld und Zeit. Also der Bauherr muss schon ein realistisches Budget mitgeben, weil IPA kann auch nicht hexen. Hier, von mir eben schon erwähnt und auch heute Morgen, ein gründliches Vorprojekt ist meiner Meinung nach wirklich wichtig. Der Architekt muss die Gelegenheit haben, auch, ich gucke mal nochmal zum gestrigen Abendgespräch von der Architektenkollegin, die Architekten müssen die Gelegenheit haben, auch mit dem Bauherrn erstmal das Projekt zu entwickeln in den wesentlichen Systemen. Deswegen sage ich jetzt mal, ein Vorprojekt, also Leistungsphase 2, je nach System, ganz oder halfway through, denke ich, braucht man definitiv, weil sonst kann man im Prinzip auch nichts validieren, das ist meine Meinung oder unsere Meinung. Die wichtigen Partner zu finden, ist klar. Und dann ganz wichtig natürlich auch der Management-Support in der eigenen Organisation auf der Bauherrenseite. Also wenn ich auf der Bauherrenseite nicht, sagen wir, IPA-tauglich bin, wenn ich einen Einkauf habe, der das Projekt nicht oder dieses Vergabemodell nicht unterstützt, wenn ich Finanzer habe, die sagen, wie soll ich denn da jetzt was unterschreiben und ich weiß gar nicht, was das kostet, dann, wenn man das nicht vorher in der eigenen Organisation kommuniziert hat, und das ist ein langer Prozess, jemandem zu verstehen zu geben, wie man eigentlich zu einem Preis kommt, wie die Mechanismen sind, dann fliegt es ganz einfach auch nicht. Natürlich gehört da auch das Thema Kultur dazu. Das hat auch uns in die Hände gespielt, weil Partnering oder Partnerschaftsmodelle sind einfach auch Teil dieser Siemens Global Strategie, also nicht nur für Siemens Real Estate. Insofern sind wir da auch offene Türen eingerannt bei dem Thema. In der Validierungsphase werden eigentlich im Prinzip die Grundlagen für eine funktionierende Projektkultur geschaffen. Es muss jeder in der Lage und bereit sein, wirklich auch neue Dinge auszuprobieren und von alten Gewohnheiten Abstand zu nehmen. Es ist durchaus ein Lernprozess, nehme ich uns auch nicht aus oder mich nicht aus, aber auch Baufirmen müssen lernen, nicht nur zu kalkulieren, was ihnen vorgesetzt wird, sondern zu beraten. Planer müssen zulassen, dass man ihnen immer wieder auf den Tisch guckt. Wichtig ist auch, wir haben gelernt, das haben wir dann auch nachtauchen müssen, dass auch ein IPA-Team sich nicht von selbst regelt, wie wir vielleicht gehofft haben. Es gibt eben nicht den Bauherrn, der sagt, wo es lang geht. Es gibt auch keinen Projektsteuerer, der sagt, das ist die Richtung und liefert mal. Sondern man muss eben, wir haben es dann Spielführer genannt, identifizieren, die auch in einem IPA-Team, sage ich mal, die Häuptlingsrolle oder die Spielführerrolle eben einnehmen, damit es geregelt in effizienten Bahnen läuft. Also da haben wir auch lernen müssen. Und dann ist natürlich ein hoher Zeit- und Kostenaufwand in der ersten Phase, aber aus meiner Sicht lohnt sich das, zumindest bei einem großen, komplexen Projekt, weil man auf der Long Run dann auch davon profitiert in Termin- und Kostensicht. Ein Fazit aus meiner Sicht, also IPA ist kein Selbstläufer, wir sind ja ein bisschen so hier heute in so einer IPA-Blase. Ich denke, es gibt immer noch bewährte Modelle, die auch anders funktionieren. Vor allem ist IPA keine Wohlfühloase, also es muss auch der Erfolg oder die Kultur muss hart erarbeitet werden. Das funktioniert nicht von selbst. Und ein entscheidender Slogan eigentlich für unser, sage ich mal, Executive Management, dem zuzustimmen, war so ein Legal Statement von unseren Juristen, die haben dann nach langer Prüfung gesagt, eigentlich ist IPA nicht riskanter als andere Modelle. Also es kann eigentlich nichts passieren, was nicht bei anderen auch passiert, es kann nur besser werden. Insofern in Richtung Risikomanagement, es kann nicht schlechter werden, aber es kann höchstens besser werden. Insofern war das so der entscheidende Spruch der Juristen. Und wenn Juristen Ja sagen, sagen Techniker auch Ja. Ja, das war's.
Also mein Fazit ist tatsächlich, was ich am Anfang gesagt habe, ist zig Zusammenarbeitsmodelle, die wir alle schon ausprobiert haben, die auch gut oder nicht ganz so gut funktionieren. Das kommt immer auf die Menschen an. Das ideale Projekt, brauche ich keinem erzählen, ist der, wo man einen Vertrag lange verhandelt, den in die Ecke legt und die Leute bauen einfach. Das ist so unsere Idealvorstellung und das kann in jedem, in jeder irgendwie gearteten Projektkonstellation funktionieren oder misslingen. Ich glaube, das könnte auch bei IPA misslingen, wenn man nicht die richtigen Leute hat. Also in meinen Augen, IPA ist die konsequente Fortführung der vielfältigen Zusammenarbeitsmodelle mit dem einen großen Vorteil, Sie haben ein Projektbudget und nicht verschiedene Profitcenter am Werk. Das ist der Unterschied. Wenn Sie verschiedene Profitcenter am Werk haben, dann gibt es an den Schnittstellen immer Gerangel. Und egal, wie gut man sich versteht. Das ist der Unterschied, den meiner Meinung nach, dem müssen wir wirklich Augenmerk schenken. Und die zweite wichtige Sache ist, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist die Arbeit in der Co-Location. Also die Co-Location, die ihr eingerichtet habt, das ist wirklich ein gutes Instrument der Zusammenarbeit. Und wenn man sieht, wie die Leute im PMT zusammenarbeiten, wie lange? Drei Tage die Woche, zwei Tage die Woche. Inzwischen sind die als Team zusammengewachsen und arbeiten auch tatsächlich zusammen. Und am Anfang ist uns das schon passiert, dass jeder so sein Ding kalkuliert hat und dann haben wir festgestellt, ups, Budgetüberschreitung, das, wo kommt das jetzt her? Und dann haben wir festgestellt, dass vieles doppelt kalkuliert worden ist. Da sind wir besser geworden. Also die Co-Location ist meiner Ansicht nach ein ganz entscheidender Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, wenn das Projekt funktionieren darf. Dann vielen herzlichen Dank. Vielen Dank hierfür schon die ersten Einblicke. Nachher geht es mit den vertiefenden Fragen bestimmt noch mal ein bisschen weiter in vielleicht die einzelne oder andere interessante Konstellation. Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir jetzt einfach direkt weiter mit dem nächsten Projekt und kommen dann. Ihr könnt, Sie können runtergehen oder wieder raufkommen oder stehen bleiben. Das ist nach freier Wahl, bitte. Sind eingeladen, oben zu bleiben oder ja, ausruhen ist auch schön. Genau, dann machen wir doch einen schnellen Wechsel und kommen zu unserem zweiten Projekt, was wir Ihnen vorstellen wollen. Wir hören jetzt was über die drei Schulen Bremerhaven. Ein Titel, wo ich zugeben musste, muss ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen, aber wenn man dann irgendwann mal drin ist, ist der richtig gut. Ein Projekt, was sich nichts Geringeres vorgenommen hat, als eine Wirtschaftsförderung in der Region und ein neues pädagogisches Konzept für die Schulen gemeinsam mit einem neuen Abwicklungskonzept gleich mal umzusetzen. Also ich denke mal, das ist eine Aufgabe. Wir haben quasi so zwei Bauherrenorganisationen, ich nehme an, ihr sagt noch, wer dabei ist, drei Planende und zwei Ausführende. Insofern sind wir gespannt auf den Vortrag von einmal der Dominika Gnadowitz, Associate Director bei GMP in Hamburg. Sie stellt sich gern vor als Kind von GMP, weil sie quasi seit dem Studium bei GMP ist und nach dem ein oder anderen Projekt auch für die Bundeswehr jetzt zu den Schulen gekommen. Also finde ich eine spannende Entwicklung, die wir gerne als Vorbild für vieles in unserer Gesellschaft nehmen können. Und Dirk Thies von der BIS, auch das muss man ein bisschen überlegen, ne? Die Bremerhavener Gesellschaft für Innovationsförderung und Stadtentwicklung, also eure Visitenkarten müssen riesig sein, Investitionsförderung. Und genau, er ist als Projektleiter unterwegs und kommt klassischerweise aus dem Tief- und Tunnelbau und ist jetzt bei einer Schule gelandet. Ich glaube, das ist ein perfekt bereitetes Buffet. Ihr Vortrag. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich fange einfach mal direkt an, aufgrund der Zeit, muss einmal schauen, genau, mit dem Vortrag für die drei Schulen Bremerhaven. Wir würden einmal ganz gerne Ihnen erklären, um was es geht, was planen wir dort eigentlich, ganz kurzer Abriss nur und dann eigentlich anzugehen darauf, wie leben wir die IPA-Kultur bei uns in der Co-Location, bei uns im Projekt und welche Prozesse und Methoden verwenden wir dabei. Einmal einen Blick auf Bremerhaven entgegen der weitläufigen Meinung vieler, dass es ein Campus mit drei Schulen ist,
sind es tatsächlich drei einzelne Standorte. Wir sehen hier eine Karte von Bremerhaven an der Wesermündung, oben nördlich im Stadtgebiet der Stadtteil Lehe mit der neuen Oberschule Lehe und der neuen Grundschule Lehe und hier weiter im Süden der Stadtteil Geestemünde mit dem Schulzentrum Hamburger Straße. Aufteilen tun sich die Schulen so, dass das Schulzentrum Hamburger Straße sowie die neue Oberschule Lehe eigentlich vom Bauvolumen und von der Aufgabenstellung ziemlich ähnlich sind. Es sind beides Schulen für ca. 750 Schülerinnen und Schüler mit einer angegliederten Zweifeldsporthalle. Vom Bauvolumen sind es ca. 11.000 Quadratmeter für die Schulgebäude und ca. 1.850 für die beiden Sporthallen. Die dritte Schule, die neue Grundschule Lehe, deutlich kleiner. Eine Grundschule Jahrgang 1 bis 4 mit 250 Schülerinnen und Schüler, ca. 4.600 Quadratmeter. Dann würde ich mal übergeben. Ja, was die meisten über Bremerhaven wissen, ist, dass Bremerhaven nicht unbedingt die reichste Kommune Deutschlands ist. Dementsprechend ist der Schulbau in Bremerhaven in den letzten Jahren auch nicht an erster Stelle gewesen, was neue Schulen angeht und Investitionen. Jetzt war es aber fällig und dann hat die Schulbehörde und die Pädagogen, die dort arbeiten, von vornherein gesagt, dass wir keine klassischen Flurschulen mehr bauen wollen, sondern dass die Schulen jeweils das pädagogische Modell bekommen, das sie gerne entwickeln möchten. Das heißt, wir haben hier drei Schulen, die unterschiedliche pädagogische Modelle fahren, die nicht vom Schulamt aufoktroyiert worden sind, sondern die in den Schulen selber entwickelt worden sind und in den jeweiligen Bestandsschulen, denn es sind alles schon Bestandsschulen, die an anderen Plätzen oder auf demselben Grundstück schon bestehen, in Containerform oder vorhandenen Gebäuden bereits umgesetzt werden. Das heißt, wir haben drei Schulen, aber drei unterschiedliche Schulen pädagogisch. Wir haben an zwei von drei Standorten einen vollen Inklusionsanteil. In Bremen nennt sich das W&E-Förderung, die wir zu berücksichtigen haben bei der Planung und Umsetzung. Wir bauen alle Schulen zeitgleich, denn alle Schulen müssen zum Schuljahreswechsel 25/26, also im Sommer 25, in Betrieb genommen werden. Denn da warten schon neue Jahrgänge, die in die Schulen einziehen müssen. Und weitere Besonderheit, dass die Baufelder eben nicht auf der grünen Wiese sind, sondern wir befinden uns mit allen drei Schulen auf den vorhandenen Schulhöfen der in Betrieb befindlichen Schulen und schränken deren Schulbetrieb ein und müssen den beachten. Dann kommt gleich die nächste Folie, die ist noch bei mir. Wir können wahnsinnig viel erzählen zur Partnerauswahl, warum wir das Verfahren gewählt haben, warum wir nicht klassisch ausgeschrieben haben. Das können wir alles gerne persönlich beantworten. Sprechen Sie uns darauf an, haben wir ganz viel zu erzählen. Lange Vorgeschichte, tolle Vorgeschichte. Da danke nur an Nina nochmal, dass du den Input gegeben hast und das auch wirklich durchgezogen hast und alle überzeugt hast. Wir haben keine 15 Jahre gebraucht, uns davon zu überzeugen, dass das das einzige Modell ist, mit dem wir das überhaupt schaffen können, sondern ich glaube 2 Monate oder so. Dann haben wir gesagt, das machen wir. Es ging sehr schnell. Insbesondere deshalb, weil wir auch andere Projekte kennen, alle Beteiligten in Bremerhaven auf Bauherrenseite, die ganz klassisch funktionieren. So auf der einen Seite Baufirmen, auf der anderen Seite Planer und dazwischen ist man selber und wird zerfleischt. Und das wollen wir nicht mehr. Wir wollten ganz klar wieder dahin, wo wir schon mal waren, einige Beteiligte. Ich habe zum Beispiel schon mal einen tollen Tunnel gehabt, wo es ganz wunderbar funktioniert hat, wo wir vom ersten Tag an mehr so gearbeitet haben. Das gibt es auch bei der Bahn vor vielen Jahren. Und da wollten wir wieder hin. Deshalb der Change. Mach ruhig weiter einfach. Das ist nämlich ein. Ja, ein bisschen schneller Wechsel hier. Ich würde ganz gerne einmal über den groben terminlichen Ablauf des Projektes berichten, der begonnen hat im Jahr 2021 und das gesamte Jahr eigentlich mehr oder weniger im Zeichen der Allianzpartnerauswahl des Verhandlungsverfahrens gestanden hat und dann gemündet hat am 1.12. mit der Unterschrift des Allianzvertrages für die Phase 1 aller Allianzpartner. Wir haben dann entgegen vieler anderer Projekte, die wir heute schon gehört haben, gemeinsam mit einem leeren Blatt gestartet und haben mit einem relativ kurzen sogenannten internen Wettbewerbsphase bei uns begonnen. Alle drei Schulen haben mit mehreren Versionen, Varianten, Entwürfe entwickelt, die dann
am 1.4. einer Fachjury vorgestellt wurden und aus diesen Entwürfen dann die jeweils weiter zu bearbeitenden Entwürfe herausgefiltert wurden. Wir haben dann im nächsten circa einem Jahr, also bis zum Februar 23, die Planung so weit gemeinsam vorangetrieben, dass die Entwürfe genehmigungsreif waren und haben dann auf diesem Stand die finalen Zielkosten für das Angebot an den Bauherrn finalisiert, haben das, wie gesagt, am 22.02. eingereicht und der Bauherr hat am 28.04.23 dann dieses Angebot von uns angenommen und wir haben in die Phase 2 gestartet. Wir haben also erfolgreich die Exit-Möglichkeit umgangen und sind jetzt schon relativ tief in der Ausführungsplanung, beginnen sogar schon am ersten Standort mit der Ausführung. Wir haben gerade mit der Fallgründung an der SHS begonnen und werden die Planung und die Bauausführung, wie gesagt, bis zu den Sommerferien 2025 hoffentlich abschließen, sodass die Schüler dann zum nächsten Schuljahr einziehen können in die Schulen. Und der Betrieb ist dann noch bis 2055 momentan geplant. Achso, ich mache weiter. Ja, Co-Location. Wir haben ganz viel über Co-Locations gehört, dass die wichtig sind. Die sind wichtig, die sind wahnsinnig wichtig. Das hatten wir zum Glück schon, auch wieder danke Nina, so früh schon gehört, dass das tatsächlich auch ein Part sein könnte, wie man mögliche Bewerber oder Partner im Rahmen des Auswahlverfahrens überhaupt dazu begeistern kann, nach Bremerhaven zu kommen. Denn das ist nicht immer so einfach. Warum auch immer, ist toll da. Also wir haben tatsächlich den Bietern, die wir zum Bietergespräch da hatten, schon am Abschluss des Bietergesprächs die Co-Location gezeigt und gesagt, wir gehen jetzt mal rüber und zeigen euch mal, wo wir dann zusammen arbeiten. Und dann sind wir dahin gegangen und haben uns das Schiff angeguckt oder den Hafen angeguckt. Also wir sitzen in Bremerhaven in einer absoluten 1A-Lage, direkt am Wasser, 3 Meter zum Hafenbecken. Egal bei welchem Wetter, es ist wunderbar. Wir stellen den Grill raus und grillen am Wasser. Wir trinken ein Bier zum Feierabend und wir haben es nicht weit zu Restaurants. Es könnte nicht besser sein. Also nichts für ungut, liebe Siemensstadt. Ne? Es ist schön, so ein denkmalgeschütztes Gebäude zu haben. Aber wenn es jetzt an Lage geht, sorry, sorry, da sind wir ein Stück weit vorne. Genau. Und hier nochmal ein Blick in die Co-Location. Die Co-Location hier auf einem kleinen Ausschnitt ganz schematisch im Grundriss gesehen. Wir haben einen Bereich mit einzelnen Bürogruppenräumen, den man auf dem linken Foto hier sieht, im ersten Obergeschoss. Das heißt, wir haben 6 Gruppenräume mit bis zu 6 Arbeitsplätzen, die ganz flexibel genutzt werden können, in denen wir auch unter der Woche immer wieder in gemischten Gruppen arbeiten. Eigentlich ist jeder Raum einem Pit zugeordnet, aber momentan ist es tatsächlich so, dass jeder sich einfach hinsetzt, wo er mag, jeden Tag irgendwie mal woanders. Wir haben einen großen Küchenbereich, den wir gemeinsam nutzen und Gemeinschaftsflächen noch mit Sofas etc., sodass man wirklich wie ein kleines zweites separates Büro sich eigentlich dort aufgebaut hat. Und dann hier ein Blick ins Erdgeschoss, das ist der Big Room hier an der Stirnseite des Gebäudes. Man sieht eben, wie Dirk schon meinte, das Wasser, den neuen Hafen dann hier durch. Wir haben also den Big Room, wo wir die großen Besprechungen und die PMT-Sitzungen etc. abhalten, dann hier ganz prominent vorne am Wasser. Die Rückräume davon werden dann noch von den Pepboards und so weiter belegt. Die zeige ich dann nachher auch nochmal auf einem Foto. Das Leitbild. Wir haben lange darüber diskutiert, ich kann das Leitbild zeigen, weil Leitbilder haben Projekte ja schon seit gefühlt 20 Jahren. Also zumindest seit ich im Berufsleben stehe, kenne ich Leitbilder. Ich bin es aber auch leider gewohnt aus anderen Projekten, dass Leitbilder nicht nur im Besprechungsraum hängen, sondern dass während laufender Baubesprechung auch regelmäßig drauf gezeigt wird. Im Sinne von, ey, das hättest du machen müssen, das hättest du tun müssen. Also nur das reine Blame Game auf Basis des Leitbildes. Wir haben auch eins gemacht und wir haben es gemeinsam erarbeitet. Das ist also nicht vom Bauherrn vorgegeben worden, sondern es ist gemeinsam mit dem PMT und SMT entwickelt worden in einer der ersten SMT-Sitzungen gemeinsam. Wir haben es alle gemeinsam unterschrieben und wer jetzt genau drauf guckt, wundert sich, das sind doch viel zu viele Unterschriften, das sind nicht nur PMT und SMT. Warum ist das so? Bei uns endet der Onboarding-Prozess, den jeder neue Mitarbeiter, der in irgendeiner Form von Seiten der Partner ins Team reinkommt und anfängt für das IPA-Team zu arbeiten, und da sind wir inzwischen bei weit über 100, die extern zuarbeiten. Es waren noch nicht alle vor Ort, aber die meisten, und das Bild ist nicht ganz aktuell, inzwischen ist es deutlich voller, alle beenden ihren Onboarding-Prozess damit, dass sie das Leitbild unterschreiben. Und das Schöne ist, für mehr brauchen wir es auch nicht, außer für die Unterschrift. Es hat noch nie in der Besprechung irgendjemand aufs Leitbild gezeigt bisher, obwohl es auch bei uns hängt. Und das darf auch gerne so bleiben.
Die nächste habe ich auch. Ja. Das kennen vielleicht auch einige, das Bild. Wir haben den blauen Rahmen jetzt nach anderthalb Jahren, die wir zusammen sind, auf 3 gesetzt. Wir dachten mal, dass wir es maximal bis 4 bräuchten. Tatsächlich ist es aber so im Regelfall, dass wir, glaube ich, bisher erst einen einzigen Fall hatten, wo wir so in die Dreierregion gegangen sind. Der Regelfall ist tatsächlich ganz locker 1. Durch die ganz andere Konstellation, dass wir ständig in unseren PMT-Sitzungen, wir sind beide im PMT, 8 Leute am Tisch sitzen haben, kann es keine Situation geben, wo 2 sich bis aufs Blut streiten und in wirklichen Konflikt kommen, weil dazwischen immer jemand dazwischen geht. Und das ist nicht unbedingt immer der Coach, die sind nicht immer da, das sind auch wir selber. Das heißt, das hat ganz hervorragend funktioniert, dass auch Leute, die es vielleicht vorher gar nicht so gewohnt waren, die eine ganz andere Streitkultur gewohnt sind, plötzlich im Rahmen dieser Gruppe, in die sie zusammengekommen sind und zusammengewachsen sind, eine andere Art des Konfliktmanagements und der Konfliktlösung sich selber angeeignet haben. Das klappt eigentlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Hängt aber von den Menschen ab, ne? Das Auswahlprozessthema. Dann kommen wir zum weiteren Kulturthema Team-Events. Dirk eben schon gesagt hat, kommt relativ selten zum Streit. Wir glauben, dass es auch daran liegt, dass wir einfach versuchen, wirklich das Team eng beieinander zu halten und dem Team häufig mit regelmäßigen Team-Events die Möglichkeit zu geben, auch außerhalb der Projektarbeit wirklich Freizeit miteinander zu verbringen, weil man dadurch einfach auf eine komplett andere Ebene kommt. Wir versuchen also in regelmäßigen Abständen diese zu großen Meilensteine, sage ich mal, von dem Projekt wie einem der Kickoff Phase 2, irgendwelche Unterschriften etc. Wir versuchen es aber auch über die ganz alltägliche Zusammenkunft, einfach bei gutem Wetter. Man sieht hier ein Foto, wie wir einfach alle grillen in der Co-Location. Der Grill wird vor das Gebäude geschoben. Bei größeren Team-Events muss hier auch schon mal der Raum mit dem Pepboard als Grillbuffet herhalten. Hier rechts haben wir ein Foto, wo wir alle gemeinsam zum, ich weiß gar nicht, welches Event das war, wann waren wir im Zoo? Ja, aber wann? Egal. Irgendwie, auf jeden Fall sind wir mit dem kompletten Team gemeinsam in den Bremerhavener Zoo gegangen und haben einen schönen Nachmittag zusammen verbracht. Oder wir haben auch einmal hier auf dem Schiff, das man direkt vor der Co-Location angelegt sieht, gemeinsam abends noch ein Glas Wein getrunken, haben dann einen langen Sommerabend verbracht und versuchen das wirklich in regelmäßigen Abständen aktiv zu machen, und die ganzen weiteren kleineren Team-Events, die haben sich jetzt einfach mittlerweile so eingebürgert. Häufig ist es so, dass man in der Mittagspause, die Sonne scheint, völlig selbstständig, kommen 2 in den Raum rein und sagen, ich fahre zu Edeka, hol Grillfleisch, die anderen schieben schon mal den Grill raus, und dann ist das in 45 Minuten wirklich erledigt, von der erste fährt zu Edeka, um Fleisch zu kaufen, bis wir räumen die Teller wieder rein. Und das ist wirklich etwas, was man, glaube ich, in anderen Projekten, also der Nutzen dieser Team Zusammengehörigkeit, den kann man einfach bei einem klassischen Projekt so gar nicht erreichen. Dann kommen wir schon zu den Prozessen und Methoden, die wir verwenden. Wir haben hier einmal eine Folie, die ist recht komplex, vielleicht nicht gleich erschlagen lassen von der Folie. Ich werde auch nicht allzu detailliert darauf eingehen. Ich möchte damit eigentlich nur zeigen, wie komplex dieses Projekt ist. Wir haben 3 Schulen, die gleichzeitig im Bau sein werden, bald, wenn die dritte begonnen hat. Wir haben eine Planung, die komplett parallel zu den schon beginnenden Ausführungen noch weiterläuft. Und wir haben natürlich eine übergeordnete Struktur. Dem Lean-Ansatz bottom-up folgend ist es so, dass der komplette Impuls aus der Arbeitsebene der PITs kommt bei uns. Das heißt, wir haben einmal hier die internen PITs, die sich einmal mit der Planung beschäftigen. Wir haben die übergeordneten PITs, die solche Sachen wie Controlling etc. machen. Wir haben die Fach- und Gesamtkoordinatoren für die BIM-Arbeit in einen PIT gesteckt. Und wir haben aber auch die 3 Baustellen hier, die parallel laufen. Diese Ebene, die Arbeitsebene, die arbeitet die ganze Woche vor sich hin, hat ihre Regelbesprechungen, ihre Meetings, ihre Arbeitsaufgaben, die sie erledigen. Und dann gibt es einmal wöchentlich eine PEP-Besprechung auf der nächsthöheren Ebene. Das sind die PIT-Leiter der Schulen und die PIT-Leiter der Planungspits, die sich dann in 4 einzelnen Besprechungen zusammentun. Und wir sehen hier, dass dann immer kleinere Gruppen, dann auch gemischt aus Bauherren, Vertretern, Planungskoordinatoren, den Leitern der übergeordneten PITs etc. zusammensetzen, um sich eben einmal wöchentlich in einer kurzen einstündigen Besprechung über den aktuellen Stand informieren zu lassen. Die Essenz aus diesen 4 Besprechungen hier mündet dann in einer weiteren kurzen PEP-Besprechung einstündig am nächstfolgenden Tag,
wo auch wiederum nur die Essenz der Geschehnisse hochgetragen wird in die nächste Ebene. Und an dieser finalen PEP-Besprechung am Donnerstag nimmt dann das PMT teil. Das heißt, das PMT hat auf diese Weise die Möglichkeit, sich einmal die Woche wirklich den brandaktuellen Stand des kompletten Projektes vortragen zu lassen, aber eben nur die Sachen, die wirklich in dem Moment gerade entweder brennen, nicht funktionieren oder besonders gut laufen. Alles, was seinen gewohnten Weg läuft, das bleibt einfach auf der jeweiligen Ebene und wird gar nicht weitergetragen, sodass durch diese Kaskade einfach nur die wichtigsten Punkte ankommen. Man erfährt alles, aber muss nicht an diesen ganzen Besprechungen da unten teilnehmen. Bin ich dran? Wir müssen nicht nochmal weitermachen. Ach so. Hey, da kann ich auch nichts zu sagen. Das ist eigentlich nur noch ein Foto dieser PEP-Boards. Da wollte ich eigentlich nur noch einmal ganz zu sagen, dass wir uns auch bewusst dafür entschieden haben, diese PEP-Boards, wir haben 4 Stück davon, wie wir eben gesehen haben, physisch auf den Baustellen bzw. in der Co-Location abzubilden, weil wir einfach der Meinung sind, dass dieses tatsächliche ans Board gehen, den Zettel umhängen, den Zettel abhaken oder sagen zu müssen, ach Mist, muss ich umhängen jetzt, zu einer viel größeren Verbindlichkeit und einer viel größeren Auseinandersetzung mit dem Thema führt als digital. Ja, also der Walk of Shame, ne? Ans PEP-Board zu gehen und den Zettel umzukleben morgens, das ist schön, das treibt an. Das ist viel besser, als irgendwas wegzuklicken, wenn man da wirklich selber hingehen muss, vorversammelter Mannschaft und umkleben. Kann ich berichten, habe ich schon mehrfach gemacht. Zu Methoden und Tools noch kurz. Wir nutzen vom ersten Tag an MS Teams, was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil wir das so in der öffentlichen Verwaltung und so eigentlich gar nicht so vom Datenschutz her sollen. Machen wir aber trotzdem. Wir haben sehr, sehr umfangreiche Zeit verbracht im Zuge der Partnerauswahlprozesse, auch uns schon zu überlegen, mit welchen Tools wir denn arbeiten wollen werden, und sind am Ende des Tages dann doch wieder bei MS Teams hängen geblieben, weil es das einzige Mittel war, mit dem wir das, was wir machen wollten, an Kommunikation innerhalb des Projekts umsetzen konnten. Deswegen weiterhin MS Teams, und was wir da sehen können, ist so ein Dashboard, mit dem jeder Mitarbeiter als erstes immer sehen kann, was so gerade aktuell ist. Du hast den, kannst direkt weitermachen? Ja, klar. Jetzt kommt das Thema. Das Thema über BIM. Für uns, das Projekt ist ein komplettes BIM-Projekt, und für uns ist das tatsächlich die modellbasierte Arbeit, und zwar von der Planung bis in den Betrieb des Gebäudes hinüber. Was wir hier sehen, ist ein Ausschnitt aus unserer CDE, das Koordinationsmodell der SHS, Hamburger Straße. Und Sie sehen, dass das Koordinationsmodell tatsächlich sämtliche Fachmodelle unserer Allianzpartner oder der planenden Allianzpartner beinhaltet. Das heißt, wir haben Hochbau, Tragwerksplanung, Freianlagen, TGA-Planung mit 2 verschiedenen Fachmodellen und auch ein Teil der Fassadenplanung, die Lindner übernimmt in diesem Modell. Sämtliche Kommunikation zu diesen Modellen und zu allem, was modell- und planungsbasiert ist, läuft dann über diese CDE-Dialogs bei uns. Damit erreichen wir das Koordinationsmodell, die berühmte Single Source of Truth, bei uns im Projekt geworden ist. Das gesamte Issue Management, alle Kommentare, die modellbasierten Besprechungen etc., es läuft alles über Dialogs an diesem einen Koordinationsmodell ab. Das heißt, wir haben eine immer völlig transparente Abbildung des aktuellen Planungsstandes, und das führt auch dazu, dass auch die Transparenz und die Fehlervermeidung viel größer geworden ist, weil wenn ich was nicht weiß, dann mache ich einfach dieses eine Koordinationsmodell auf und da habe ich alles drin, ich habe alle Schnittstellen, die übereinander liegen. Ich kann gar nichts falsch verstehen eigentlich, weil ich es wirklich in 3D abgebildet sehe. In der Ausführung gehen wir immer noch weiter mit Dialogs, das heißt auch sämtliches Mängelmanagement, sämtliche Bautagesberichte, Checklisten, Sicherheitseinweisungen, Fotodokumentation sind alle modellbasiert auch über Dialogs Field in diesen Modellen verlinkt, verknüpft. Die Planfreigabeprozesse, alles funktioniert über dieses eine Tool. Und schließlich im Betrieb benutzen wir dann das modellbasierte CAFM auch auf Grundlage dieses in der Planung erstellten Modells. Vielleicht weiter? Achso, hier, ich habe den, sorry. Und hier ist einmal so ein Foto, wie wir tatsächlich in der Co-Location zusammenarbeiten. Das heißt, auch dieses geflügelte Wort der modellbasierten Besprechung ist nicht etwas, was irgendwie künstlich erstellt wird bei uns, sondern es ist tatsächlich so, dass wir in den Planungsbesprechungen, in den Baubesprechungen, in den PMT-Besprechungen, in sämtlichen Besprechungen, es ist so, wenn wir irgendwas
gerade nicht wissen oder uns anschauen, dann wird Dialogs aufgemacht und wir sprechen am Modell. Wir setzen sofort live Kommentare, wenn uns irgendwas auffällt oder wenn wir irgendwas geprüft haben wollen. Und dadurch ist Dialogs und dieses Modell wirklich so zum komplett zentralen Element unserer Planung oder unserer Zusammenarbeit in der IPA geworden. Das war's schon. Genau. Jetzt. Sekunde. Wir hängen ein bisschen, aber wir hängen nicht so viel. Die Partner, wir haben die Partner nicht erwähnt, das war super unfair. Die sind aber hier zu sehen. Ich lese jetzt nicht alle vor, man kann sie sehen. Fazit für uns, als jetzt Bauernvertreter, ich muss es mal sagen, weil ich auf der Teilnehmerliste gesehen habe, dass wahnsinnig viele Teilnehmer da sind von Institutionen, die sowas noch nicht haben, vielleicht nicht können oder sich nicht sicher sind, ob es klappen kann. Wir als Wirtschaftsförderung haben vorher noch nie ein IPA-Modell gemacht. Wir als Wirtschaftsförderung haben vorher noch nie was mit BIM zu tun gehabt. Wir haben noch nie was mit Lean zu tun gehabt. Die Städtebaugesellschaft, die Wohnungsgesellschaft, Stewok, genauso wenig. Die haben auch noch nie BIM gehört, die hatten noch nie Lean gehört und nie IPA gehört. Und wir haben ganz wenig Personal und ganz wenig Leute und haben es trotzdem gemacht. Und wissen Sie was? Wir würden es immer wieder machen. Das geht nämlich. Wenn man will, dann geht das. Das geht wirklich. Ja, herzlichen Dank, um nicht noch viel mehr Zeit zu verlieren. Herr Glesius und Herr Warlich, kommen Sie bitte wieder hoch, dass wir in die Fragerunde starten können. Alle anderen überlegen schon mal. Genau. Wir wollen die Hände hochfliegen sehen. Für die erste Hand jetzt gibt es keinen Preis. Also, und kein Getränk nachgeliefert. Nichtsdestotrotz, Sie sind eingeladen, Fragen zu stellen. Alle halten sich zurück, dann dürfen wir sozusagen das Eis vielleicht noch brechen. Vielleicht fangen wir mit den Schulen an. Die Besetzung im PMT in Verbindung mit der öffentlichen Hand, das gab es heute im großen Saal in einem Nebensatz. Vielleicht können Sie uns berichten, wie das bei euch ist. Ja, wir sind mit zwei Auftraggebervertretern im PMT. Ich bin nicht bei der Stewok, ich bin bei der BIS. Wir sind kein offizieller Partner im Mehrparteienvertrag, werden aber im Mehrparteienvertrag als Partner und ausführende Hand der Stewok sozusagen erwähnt. Und deshalb zwei Auftraggebervertreter im PMT und auch im SMT und somit 8 Leute im PMT insgesamt und noch im SMT. Das klappt gut, wir ergänzen uns wunderbar, weil es einfach nicht jeder da und es ist auch eine sinnvolle Lösung. Und ich glaube, damit habt ihr kein Problem, oder? Ich schiebe die Frage hinterher, dürfen Sie alles entscheiden, was Sie im PMT entscheiden müssen oder gibt es durchaus Regularien in den öffentlichen Gesellschaften, die Sie zumindest formell so ein bisschen einschränken und Sie vielleicht nach Beschluss nochmal sich von irgendwo das Okay holen dürfen? Das war ein Thema. Es ist selten ein Thema. Dafür ist der Projektvertrag da. Das muss man tatsächlich einmal vorher regeln. Und das ist für den einen oder anderen manchmal vielleicht noch ein bisschen schwierig. Insbesondere, wenn man dann seinem Chef berichtet, ich habe jetzt das und das entschieden. Und dann erstmal, wenn man es auch erklärt, wenn man es erklären kann, dann passt das. Also ich bin noch hier. Ne? Das ist, von daher, das geht schon. Aber ich unterschreibe tatsächlich mit IA, aber im Projekt nicht. Aber bei der BIS unterschreibe ich schon mit IA und nicht mit PPA oder so. Da ist, aber im Projekt bin ich PMTler und habe die volle Entscheidungsgewalt, wie jeder andere auch. Und wir dürfen alles innerhalb des Vertrages entscheiden. Und wir machen das auch leidenschaftslos. Danke für die leidenschaftliche Antwort. Frage vielleicht an Siemens, so ein Bericht aus dem PMT, was ja einstimmig auch entscheidet. Wie haben Sie das wahrgenommen? Eigentlich müssten wir zwei Mikros haben, oder? Ja, geht. Geht auch. Kann ich nicht kommen? Ist das mal. Kann ich jetzt eigentlich gar nicht beantworten. Das ist gut, weil dann gab es nie ein Thema bisher. Ja, es gibt höchstens mal, dass ich natürlich als Siemens Bauherrenvertreter auch intern Meinungen abholen muss und dann
Gremien einbinden muss, die einen langen Vorlauf brauchen. Das ist dann manchmal vom Rhythmus her nicht so ganz konkurrent mit PMT-Sitzungen, aber ich denke mal, haben wir bisher ein Problem gehabt so aus dem Thema? Also ich erinnere mich an keins, kein gravierendes jedenfalls. Was im SMT ankommt, sind meistens Grundsatzfragen finanzieller Art, also über Budget, über hoch und runter, also was packen wir rein und was nehmen wir raus. Das ist schon ein Thema im SMT, aber die technischen Fragen, die werden eigentlich im PMT relativ gut abgeräumt. Im Moment zumindest haben wir da keine, also wird nicht so viel hochgespült. Wa? So ist das bei uns. Das war ein kleiner Insider von Projektkollegen, wenn ich so die Beteiligten da richtig sehe. Okay. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Fragen? Ah, da kommt ein. Wunderbar. Und zwei, da hinten Publikums. Auch. Drei. Dran? Ja. Also ich mache mal den Publikumseisbrecher, Gunnar Schuchardt, Bayer. Erstmal vielen Dank für die tollen Vorträge von diesen tollen Projekten. Ich habe eine inhaltliche Frage, und zwar an das Drei-Schulen-Projekt. Ich habe jetzt gesehen, es geht ja heute um Methoden und so, und ihr habt von Last Planner einige Sachen gezeigt. Wie macht ihr denn die Verbindung oder macht ihr die gar nicht von Last Planner zur Terminplanung des Projektes? Das wäre meine Frage, ja. Ist es an? Ja. Also wir haben ein PIT, das sich tatsächlich mit der Terminplanung beschäftigt. Und dieses PIT heißt PIT Lean und Terminplanung. Das heißt, da ist schon mal die Verknüpfung einmal gegeben in der täglichen Arbeit. Und zum anderen ist es so, dass Teilnehmer aus dem PIT Lean, nämlich der Leiter des PIT Lean Terminplanung, an diesen ganzen PEP-Besprechungen über das Last Planner Board teilnimmt. Das heißt, er hat eigentlich schon wöchentlich dann immer den Abgleich mit den Sachen, die funktionieren oder nicht funktionieren, und kann zu gegebener Zeit die Hand heben. Ist das ausreichend? Ja. Da hinten und hier vorne, bei der Reihenfolge weiß ich nicht. Gerne. Genau. Mich würde interessieren vom Allianz Drei Schulen, wenn Sie noch nie vorher von IPA gehört haben, wie ist das ein IPA-Projekt geworden? Weil wir, als wir das Projekt übernommen haben von der Stadt, schon wussten, dass wir die Schulen 2025 in Betrieb nehmen müssten. Und dann einen ganz klassischen Vergabe- und Planungsprozess also wenn wir mal die Terminschiene aufgezeichnet haben und festgestellt haben zum Zeitpunkt der Übernahme der Aufgabe, dass wir dann auf jeden Fall irgendwann in 26, 27 liegen. Und dann war das Erfordernis da, irgendwas anders zu machen, damit das klappen kann. Und dann kam der Hinweis eines beteiligten Vergabejuristen, der sagte, da gibt es jemanden, der könnte euch da vielleicht helfen, und das war Frau Dr. Rolle. Eine externe Informationsquelle. Aber da hinten die Meldung war vorher. Ich weiß nicht, wollen wir das in der anderen Reihenfolge machen, jetzt so und dann weitergeben? In Ordnung? Wir merken uns ja. Wohin weitergeben? Okay. Jan-Christoph, mach schnell guten Dank. Ja, danke. Jan-Christoph Lindert, Architekt. Vielen Dank für die Einblicke aus eurer Praxis. Jetzt habe ich im Vormittag gehört und auch bei euch nochmal, ohne dass es weiter erläutert wurde, der IPA-Couch scheint vorher gesetzt zu sein von dem Initiator. Könnt ihr das noch mal kurz ein bisschen tiefer erläutern, welche Rolle er hat, wo er angesiedelt ist, wie die Einbindung ist? Vielleicht zuerst Siemens. Geht das? Der IPA-Coach wurde von Siemens, also von der Bauherrschaft ausgewählt. Auch da haben wir einen kleinen Wettbewerb, also auch eine Auswahl von drei Kandidaten gehabt, die wir interviewt haben, und haben uns dann eben für einen entschieden. Insofern war das eine Bauherrn-Vorgabe. Wichtig ist halt, dass, wie gesagt, Siemens hat auch keine Erfahrung mit IPA. Wir sind zwar, glaube ich, sogar Mitglied in diesem IPA-Zentrum, aber letztendlich praktische Erfahrung haben wir nicht. Insofern war uns klar, wir brauchen einfach jemanden, der uns da führt, der uns durch die Prozesse führt, der uns bauherrmäßig auf die kulturellen und natürlich vor allem auch auf die vertraglichen Themen vorbereitet. Und deswegen auch gleichzeitig mit dem IPA-Coach haben wir eben auch die IPA-Rechtsberatung, nenne ich es jetzt mal, ausgewählt, die sich in unser Projekt wirklich halt sehr, sehr gut ergänzen. Und ich denke, man braucht definitiv beide. Und ich denke, die Phase hat auch bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis wir
dann auch die Kommunikation mit dem IPA-Coach, mit Dr. Breyer als IPA-Rechtsberater so etabliert hatten, dass wir auch selber es unserem Management erklären konnten. Also ich und mein Vorgesetzter, wir müssen unserem Top-Management erklären, was machen wir denn da eigentlich, und dafür muss man uns erstmal selber schulen, und das war, ist eine wichtige Vorbereitungszeit, die man braucht. Ja, und ich kann also vortragen, dass, hatte ich ja gerade schon gesagt, wir Frau Dr. Rodde empfohlen bekommen haben und die liebe Nina uns eben alle in sehr kurzer Zeit von dem Versuch überzeugt hat, dieses Experiment IPA zu wagen. Und dann war da die Frage nicht mehr groß, ob wir diese Leistung noch groß mal, noch mal neu ausschreiben und uns jemand anderen holen, der uns da noch viel besser coachen kann. Denn da gab es den Bedarf einfach nicht für was Besseres, muss man mal ganz deutlich so sagen. Und wir haben auch für die anderen Bereiche natürlich einen Coach, denn wie ich schon sagte, BIM und Lean kannten wir auch nicht. Bei BIM ist das ein anderer externer Coach, der uns da schon frühzeitig unterstützt hat. Und bei den Lean-Themen macht es ebenfalls Lumico. Dankeschön. Ja, mein Name ist Stefan Reit. Ich leite aktuell ein Projekt nach IPA und ich begleite auch Projekte anderer Unternehmen, um diesen Gedanken voranzutreiben. Von daher sind mir viele Dinge bekannt, die ich heute hier gehört und gesehen habe. Auch das, was Sie gezeigt haben, ist mir sehr gut bekannt. Jetzt stelle ich aber eins fest, das sind Dinge, die jetzt sehr viel von außen wirken, also ein Grillen, eine Co-Location, ein BIM-Modell. Und ich mache die Erfahrung, dass oftmals der Mensch für sich in seiner Haltung vielleicht sich verändern muss, weil er vielleicht konditioniert wurde auf Misstrauen oder auf ähnliche Dinge. Und da ist die Frage, setzen Sie auch im Grunde Persönlichkeitsentwicklung ein, also ein Coaching speziell für die Menschen, um seine Haltung den Prozessen anpassen zu können? Das kann ich direkt beantworten und die Antwort ist ja. Wir haben tatsächlich schon mal ein PMT-Seminar gemacht mit einem Coach, wo es nicht darum geht, wie funktioniert das PMT als PMT, sondern wirklich jeder Einzelne und dann vor der Gruppe, war super, war komplett Seelenstrip. Das kann man nicht am ersten Tag machen, wenn man sich trifft, das braucht eine Weile. Wir kennen uns da schon ein gutes Jahr. Und grundsätzlich muss man aber sagen, wir haben da wir würden immer wieder diesen Auswahlprozess machen, wie wir ihn gemacht haben, mit der psychologischen Begleitung, mit den kurzen, intensiven Gesprächen, für die Bieter sicherlich ein bisschen intensiver als für uns, wo wir PMT und SMT jeweils eingeladen haben zu einem längeren Gespräch, um zu gucken, wie sie miteinander arbeiten und wie sie mit bestimmten Situationen umgehen würden. Und das, was wir da in Evaluation gemeinsam gemacht haben mit dem Psychologen, kann ich sagen, ist zu 99% auch so eingetreten. Also die Risiken, die gesehen wurden, da könnte vielleicht mal das passieren, die Person ist vielleicht eher so, da müsste man noch mal alles eingetreten. Das hat sich also wirklich gelohnt. Das war diese Ergebnisse dieses Auswahlprozesses, dieser Gespräche waren tatsächlich vergaberelevant. Und das würde ich auch immer wieder genau so machen, dass das zum entscheidenden Kriterium erheben und zu sagen, wenn der PMTler nicht passt oder die SMT-PMTler nicht funktionieren, dann ist der Preis völlig egal. Bei euch genauso, oder? Ja, bei uns ist es nicht ganz genauso. Also ich habe bei uns noch keinen Psychologen entdeckt, der, oder zumindest nicht wissentlich, weiß nicht, ob ihr da... Das ist noch nicht angekommen bei uns. Also, wer weiß. Für uns ist das ohne Psychologen aber auch möglich, glaube ich. Ich meine, wir haben die Erfahrung gemacht in diesen vorbereitenden Phasen, Assessment Center. Ich komme aus einer Zeit, mein erstes Projekt war 1995, Deutsche Bank und dann Linden. Ich komme dahin, erste Besuch auf der Baustelle, mir kommt einer entgegen und sagt, mit Ihnen muss ich mich jetzt wohl 2 Jahre rumstreiten. Nicht irgendwie, ich bin der und der und hallo und guten Tag, sondern das ging gerade so los. Ich, jung und maximal schockiert. Heute haben wir eine Zeit, wo wir dann in so einem Assessment Center sitzen und dann soll man sagen, wie man sich psychologisch, wie man sich am besten charakterisiert. Wir hatten ein anderes IPA-Verfahren, wo wir im Team vorgeladen worden sind in dem Assessment Center und sagen sollten, da gab es eine Aufgabe. Ich erinnere mich jetzt, das Boot brennt und Sie müssen jetzt aussuchen und aus 20 Artikeln müssen Sie 5 mitnehmen und Sie haben 3 Minuten Zeit. Da kannst du natürlich nicht sagen, mit dem steige ich nicht ins Boot. Das geht, also
ich will damit sagen, Kulturwandel, den haben wir, glaube ich, alle inzwischen so intus, weil wir alle keinen Bock mehr auf Streiten haben. Also auf allen Seiten nicht, vermutlich. Zumindest fangen wir alle unsere Projekte so an. Und ich glaube, an der Stelle sind wir immer noch. Und im Moment würde ich sagen, die Kohle für den Psychologen sparen wir uns. So, und bei uns ist es dann tatsächlich auch noch außerhalb des PMTs und SMTs, das ja durchs Assessment gegangen ist, ist es so, dass man natürlich im Team auch mal schauen muss, wen man in dieses Projekt mit reinnimmt. Wenn man Mitarbeiter hat, bei dem man genau weiß, der will seit 30 Jahren nur so arbeiten und der möchte auch gar nichts anderes machen, dann überlege ich mir vielleicht auch nochmal zweimal, ob ich ihn in so ein IPA-Projekt setze. Ganz häufig haben wir aber die Feststellung gemacht, dass selbst die Leute, die relativ skeptisch waren zu Anfang und so ein bisschen rumgemurkst haben und gedacht haben, so, oh, muss das sein, Mensch, war doch früher auch gut, dass die aber relativ schnell sich auch überzeugen lassen. Natürlich gehört da ein bisschen Offenheit zu und die Offenheit muss dann auch gefördert werden bei den Mitarbeitern. Das heißt, es gehört auch dazu, ein bisschen zu ermutigen, ein bisschen vielleicht irgendwie am Anfang zu sagen, Mensch, guck sie doch erstmal an, vielleicht wir reden nochmal in 2 Wochen oder so. Und häufig war es dann so, dass es einfach funktioniert hat. Ich glaube, es überzeugt dann einfach, wenn das System funktioniert, dann lässt man sich ja auch besser überzeugen. So. Und ganz zu Anfang war es dann schon auch so, dass unsere Coaches relativ vehement, glaube ich, damit beschäftigt waren, uns die IPA-Struktur, diese ganze Pitch-Struktur, das System, die Lean-Methoden etc. nahezubringen. Und da gab es natürlich Momente, wo auch alle gesagt haben, also das, was wir bisher gemacht haben, hat doch funktioniert irgendwie oder skeptisch waren oder sonstiges. Aber mit so ein bisschen Überzeugungshilfe in den ersten Wochen, glaube ich, hat sich dann jeder relativ schnell an die neue Situation gewöhnt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir lernen müssen, wenn wir jetzt mehr IPA-Projekte machen, ist dann einfach offen dafür zu sein und zu sagen, so, ich lasse mich einfach mal drauf ein. Und dann kann ich ja immer noch schauen, ob ich es doof finde oder nicht. Dazu vielleicht noch einen Satz, weil es gab vorhin in der Einladung. Es gab vorhin in der Session die Antwort von Herrn Pröpping, dass Personal nicht völlig egal ist, das passt schon alles. Das kann ich nicht behaupten und kann ich auch nicht bestätigen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich brauche mich nicht als Bewerber auf dem IPA-Projekt bewerben, wenn ich nicht wirklich sicher bin, dass meine Mitarbeiter das auch mitmachen. Denn wenn meine Mitarbeiter mir sagen, das ist ja toll, dass du jetzt ein Projekt in Bremerhaven an Land gezogen hast, ich wohne aber hier in Stuttgart oder ich wohne in München, ich will da nicht 3 Tage die Woche hin, das mache ich nicht. So, und wenn das dann alle machen, dann ist es ein bisschen schlecht. So, auf der Arbeitsebene. Das können Sie im normalen Verfahren nämlich nicht abprüfen im Regelfall. Das taucht dann erst im laufenden Projekt auf. Das ist ein wenig schwierig, wenn das auftreten sollte. Haben wir bisher aber noch nicht so gehabt. Also ich darf mal noch. Noch aus. Darf ich noch ganz zum Schluss was sagen? Also wir hatten keine arbeitspsychologische Beratung, aber ich denke, wir haben in dem Assessment Center schon auch die richtigen Fragen gestellt, eben auch mit Unterstützung unseres IPA-Coaches und ich denke, wir haben auch eine gute Auswahl getroffen. Ich finde aber, man muss auch jedem zugestehen, dass er einfach auch lernt. Wir brauchen nun mal auch erfahrene Leute in so einem IPA-Prozess, in so einem IPA-Projekt und das sind natürlich Leute, die, weiß nicht, alte GU-Haudegen sind auch da, wird man auch haben und den TGAler, der halt das schon immer so macht, wie er es immer gemacht hat. Aber ich denke, man muss auch jedem zugestehen, einfach auch dazu zu lernen und da einen Entwicklungsprozess durchzugehen. Die Bauherrenseite genauso, also ich habe auch mich entwickelt in der Zeit und dann, wenn man bereit ist zu lernen, dann geht's. Das ist schon ein perfektes Schlusswort eigentlich. Noch eine kleine geschlossene Frage mit bitte eine geschlossene Antwort an die Bauherrenvertreter. Gab es in Ihren Organisationen auch intern irgendeine Art von Assessment Center für die entsprechende Position PMT, SMT? Das war eine geschlossene Frage. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wie bist du zu deinem Posten gekommen? Bist du sowas durchlaufen? Irgendwer hat gesagt, du wirst das können. Okay, dann gab es kein Assessment Center, würde ich sagen. Wie war es bei Siemens nicht? Okay. Herzlichen Dank für den tiefen Einblick in die Projekte, dass wir so praktisch mal sehen konnten, wie das alles abläuft. Und